In meinem heutigen Video geht es nochmal darum, die ganze Zusammenstellung von den ganzen Vectron-Komponenten, was benötigt wird für eine einphasische Anlage und eine dreiphasische Anlage. So, als erstes, was ganz wichtig ist, ist der AC-Sensor, der EM24. So sieht das Gerät aus. Erfasst alle drei Phasen, auch wenn ihr ein Einphasensystem habt. Hier könnt ihr, wie gesagt, die PV-Anlage mit anschließen. Die wird im System auch mit hinterlegt, was die gerade produziert. Ein- und Ausgänge der Anlage. Hier unten wird angeschlossen auf Position 1 bis 3. Das ist die Nummer 41, 42 und 43. Das sind die drei Adern, die zu dem Kabel führen, zu dem RS-485-Kabel. Verwendet wird hier nur der gelbe, der rote und der schwarze. In der 41, wie gesagt, kommt der gelbe, in die 42 der rote und in die 43 der schwarze. So sieht das ganze Kabel aus. Das gibt es in einer kurzen Länge und in einer 5 Meter Länge. An dem Kabel sind jetzt aber 6 Kabel dran, wie gesagt, aber es werden nicht alle genutzt davon. Da nicht irritieren. Das ist normal. Das Ganze geht auf den USB-Anschluss, der blinken tut. Das zeige ich euch dann hinten an der Anlage. Die Dinger gibt es natürlich auch mit Internet. Aber wer die Möglichkeit hat und der Weg nicht allzu lang ist, nimmt, wie gesagt, lieber die Datenkabel. Der Strom kommt halt von draußen rein, geht zu dem Stromzähler. Dann kommt der EM24 oder ET340. Die Kabel, wie die angeschlossen wurden, habe ich euch ja gerade gezeigt. Dann geht das Ganze hinter zu euren Multibus 2 Geräten oder je nachdem, was ihr angeschlossen habt, oder Quattro Geräten. Und da habt ihr dann hier auf der linken Seite, das ist die ganzen, sind die ganzen Anschlüsse. Einmal in links, Leiter N, PE und dann das daneben quasi auf der Seite. Ist dann der Ausgang. Alles, was da angeschlossen ist, die zwei linken, die zwei rechten, ist wie gesagt der Out-Ausgang. Alles, was da angeschlossen ist, ist für die Notstromversorgung. Das heißt, wenn mal Stromausfall ist, wird die linke Seite blockiert, weggeschalten über Relais und da fließt kein Strom mehr. Alles andere, was auf der rechten Seite angeschlossen ist, ist die Notstromversorgung. Alles, was da dran hängt, wird mit Strom weiter versorgt, solange bis eure Batterien, die ihr angeschlossen habt, voll sind. Bis, wie gesagt, der Tiefpunkt erreicht ist, Batterieschutz quasi einschaltet, dass sie quasi nicht tiefenentladen werden. Also Ladeschlussspannung oder Tiefentladeschutz, der bessere Begriff dafür. Wie gesagt, jetzt hier bin ich jetzt gerade am Laden der neuen 8 Zellen. Das sind, wie gesagt, 24 Volt System. Wenn ihr jetzt Neubaut nehmt, bitte 48 Volt System. Entweder fertige Batteriespeicher oder ihr baut euch aus solchen LiFePO4 Zellen 280 Amperestunden euer Paket selber. Das sind jetzt 8 Stück in Reihe geschalten, 280 Amperestunden, 7 kW passen hier rein. Ladezyklen über 4000 oder 5000 Ladezyklen. Das ist die neue K-Serie. Die lade ich jetzt gerade mit 20 Ampere. Angeschlossen ist es gerade nur ein Balancer, der noch nicht einmal arbeitet, weil die Zellen von der Spannung alle gleich sind. Ja, wie gesagt, nochmal jetzt dazu. Der Ausgang geht jetzt natürlich jetzt wieder vor zum Sicherungskasten und auf die ganzen Sicherungsautomaten, FI und das ganze Zeug. Und dann, wie gesagt, nochmal in der Hausverteilung und dann halt zu den Endverbrauchern, wie Kühlschränke, Fernseher, Internetsachen, Heizungsanlage. So ähnlich sieht das im Multibus 2 natürlich auch aus.
die 48 Volt Geräte, 5000 Watt, das sind die Geräte, die am meisten gekauft werden. Da liegt der Preis jetzt bei 1585 Euro von meiner Seite her. Hier auf der rechten Seite, also sagen wir mal mittig, sind die Batterieanschlüsse. Hier ist angeschlossen 70 Quadratkabel. Steht sogar auf den Klemmen drauf. Die habe ich mir anfertigen lassen, das habe ich nicht selber gemacht. 70 Quadrat, einmal plus, einmal minus, Batterie. Die Batterie braucht nochmal einen separaten Anschluss, was ihr jetzt da dahinter seht. Das wäre da. Da wird die Batteriespannung nochmal gemessen. Und dann gibt es natürlich auch noch Temperatursensor für die Batterien, den ihr auch mit anschließen könnt. Und beim Quattro ist halt der Vorteil, wenn wirklich mal Stromausfall ist und ihr kriegt euer System nicht wieder geladen, könnt ihr Notstromaggregat anschließen. Dafür ist der Anschluss. Mein Gerät ist ein Quattro, 24 8000 Watt Dauerleistung, 200 Ampere Ladeleistung, kann auch von der Netzseite her. Das Ganze wird natürlich, was ihr ja auch schon gesehen habt, nochmal unterstützt von den Ladereglern. Die 100-50 mit Bluetooth, davon sind insgesamt 3 Stück verbaut. Mein momentaner Stromverbrauch ist jetzt hier bei 1000, was jetzt zu viel ist, 2000 Watt gehen ins Netz, das ist der Überschuss. Meine Anlage läuft auf Eigenverbrauch mit Überschussverkauf. Ihr könnt natürlich auch in den Einstellungen einstellen, Nülleinspeisung, wenn ihr keinen Strom nach draußen schicken wollt. Dann könnt ihr, wie gesagt, werden auch die Laderegler runtergeregelt über den VE-Direktanschluss, VE-Direkt zu VE-Direkt oder zu USB. Zeige ich euch gleich. Stromverbrauch sind wir jetzt gerade bei knapp 1 kW, das ist rechts oben. Einspeiseanlagen machen 2400 Watt. Die PV-Laderegler machen 1560 Watt. Batterie ist bei 99%. Bei 28 Volt ist bei mir die Ladeschlussspannung. Wie gesagt, empfehlenswert ist, wenn ihr sowas neu baut, 48 Volt System. Entweder mehrere kleine Laderegler, je nachdem wie die Ausrichtung ist. Ich habe verschiedene Ausrichtungen, deswegen auch mehrere Laderegler. Es gibt natürlich auch die großen Laderegler, die 450-100, da könnt ihr bis 450 Volt in Reihe schalten und 100 Ampere Ladeleistung bzw. 200 Ampere Ladeleistung ist für Großanlagen effektiver. Da braucht ihr oben nicht so viel Parallelverschaltung machen von den Platten her. Ihr könnt wirklich viele Platten in Reihe schalten, dann legt ihr die Stränge runter. Vom Dach runterlegen ist wie gesagt 6 Quadratkabel empfehlenswert. Oben die Platten an sich werden normal mit 4 Quadrat untereinander verbunden. Je nachdem, was ihr von Hersteller habt. Standard ist jetzt aktuell die 405 Watt Platten von Trina Solar zum Beispiel. Oder ja, gibt wie gesagt noch viele, viele andere Händler. Da müsst ihr mal schauen. So, dann braucht ihr wie gesagt das ganze Herz der Anlage ist mit der Turbo GX. Hierüber läuft die ganze Steuerung. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch, was ich euch drin schon gezeigt habe. Wie gesagt, das Kabel, das RS485 Kabel. Hier seht ihr das Kabel in Aktion. Hier blinken, wie gesagt, verschiedene LEDs, wie gerade der Zustand ist. Und dann habt ihr, wie gesagt, verschiedene Anschlüsse für das Display. HDMI-Anschluss. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel auf den drei Punkten hier. Das sind die drei Laderegler, die angeschlossen sind. Die Kabel sind ein bisschen lang und sieht ein bisschen, naja, gibt es wieder viel Kritik, viel Kabelwirrwarr. Ja, das wird wie gesagt mal noch irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, kommen wir kürzere Kabel dran. Und dann gibt es wie gesagt noch den Messstand. Das ist ein 500 Ampere Messstand, 50 Millivolt, auch mit Bluetooth. Auch das Ding ist mit dem Kabel verbunden. Hier wird ermittelt, wie viel habt ihr in die Batterie reingeschoben, wie viel habt ihr rausgenommen, wie viel Amperestunden. Da gibt es gerade auch ein neues Update dafür, das versuche ich mal mit rüber zu bringen.
Das kommt dann zum Schluss mit dazu. Das Ganze gibt es natürlich auch drei Phasensystem. Es gibt die Multiplus 2, was wie gesagt am meisten gekauft wird. Die 3000er und die 5000er, das sind die Standardgeräte. Davon drei nebeneinander gehangen als drei Phasensystem. Was gibt es sonst noch zu sagen? Das Ganze kann wie gesagt über VM-Portal alles eingesehen werden. Über Handy, über den Rechner Einstellungen vorgenommen werden. Über das MK3 USB. Software-Updates werden darüber gemacht. Inzwischen sollte das sogar schon online funktionieren. Da arbeiten sie noch dran. Wie gesagt, die bringen ja ständig neue Updates raus. Nicht jedes Update ist natürlich optimal. Wie gesagt, das braucht alles da dazu. Und dann dementsprechend das Batteriesystem. Nur als kleiner Hinweis, bei einem Haushalt, vier Mann Person, also vier Personen Haushalt, Jahresverbrauch von ungefähr 4000 Kilowatt, also 4000 Kilowatt braucht ihr, um auch im Sommer eher weniger, aber im Winter ist halt der Knackpunkt, Schlechtwettertage, Nebelplatten zugeschneit und, braucht ihr wenigstens 35 Kilowattstunden Batteriespeicher. Und dann kommt er halt auf den Jahresverbrauch, was ich jetzt aktuell noch zahlen muss im Jahr, auf 40 Euro. Hier kommt auch bei mir noch dazu, ich verkaufe noch Strom, der zu viel ist. Das sind im Jahr, also im Monat überweisen sie grob 70 Euro. Ende des Jahres zahlen sie nochmal 100, 200 Euro ungefähr nach. Irgendwo brauchen wir Überschussverkauf, nennt sich das Ganze. Oder was ihr dann wie gesagt machen wollt, die Nulleinspeisung. Das könnt ihr wie gesagt dann hierüber alles einstellen. Über das Touch-Display. Habt ihr wie gesagt die ganze Menüführung. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch die ganzen angeschlossenen Geräte. Der Quattro. Der Shunt ist hier mit aufgeführt, den ich unten für euch schon gezeigt habe. Hier seht ihr auch die ganzen Parameter, was da gerade an Strom fließt. Die drei Laderegler, die 100/50. Der Energy Meter oder Grid Meter genannt. Ihr habt jetzt zum Beispiel den Punkt Netzeinspeisung. Und hier könnt ihr wie gesagt auch einstellen die Nulleinspeisung. Einspeisung mit Überschuss, Verkauf. Das könnt ihr wie gesagt alles einstellen. Hier könnt ihr die Nulleinspeisung vornehmen. Was gibt es noch Relevantes zu sagen hier? Hier habt ihr wie gesagt eure ganze Menüführung. Hier unten habt ihr dann nochmal die ganzen Parametereinstellungen. Eure angeschlossenen Geräte. Ihr könnt auch planmäßiges Laden machen, gerade im Winter, wenn jetzt mal Stromausfall ist und ihr wollt die Batterien wieder vollladen, könnt ihr auch hier einstellen. Mehrphasig Regulierung, einphasig bei mir. Wenn ihr das mehr habt, habt ihr drei Phasensystem. Externer Zähler ist wie gesagt ein EM24. Wenn ihr jetzt nachts keine Einspeisung wollt aus den Batterien, was wie gesagt eher Standard ist, ist wie gedacht Netzsollwert 10% minus. Also 10 Watt minus habe ich hier eingestellt. Das heißt, um Stromspitzen mit abzudecken. Ihr könnt natürlich hier auch 0 einstellen, dass der Zähler genau auf 0 gehalten wird. Ihr könnt natürlich auch viele andere Parameter einstellen. Und zwar, dass hier ins Plus geht und halt quasi euren Grundverbrauch immer abzieht. Angenommen, ich stelle hier 300 Watt ein, könnt ihr ja 300 Watt permanent aus dem Stromnetz ziehen. Alles, was mehr ist, kommt dann von den Batterien. Wie gesagt, das müsst ihr dann am besten selber mal ausprobieren, was ihr am besten vorhabt oder geplant habt. Habt ihr hierzu Fragen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben.
Ich sehe da jetzt, wie gesagt, nochmal meine drei Laderegler, welcher Laderegler wie viel Leistung gerade erzeugen tut. Die Batteriespannung, Benachrichtigungen, ob Fehler hinterlegt sind oder irgendein Gerät halt rumspinnt. Könnt ihr alles einsehen. Wie gesagt, ich zeige euch dann auch gleich nochmal die App, die ich dann aktualisieren werde. So, hier könnt ihr jetzt sehen, das ist jetzt noch die alte App, hier ist noch nichts aktualisiert. Wenn wir jetzt in die Geräte reingehen, zum Beispiel in den Shunt, aktualisieren. Das dauert jetzt, wie gesagt, ein paar Sekunden. So machen wir das jetzt, wie gesagt, mit allen Geräten, die jetzt drauf sind, aktualisieren. Oben steht dann halt immer die aktuelle Version, die drauf war, und unten die neue, die verfügbar ist. Daran könnt ihr halt erkennen, was aktualisiert werden muss. Geht dann mal weiter. Und ihr könnt dann, wie gesagt, schön in die Laderegler reingehen und könnt, wie gesagt, in den Verlauf gucken, jetzt geht es weiter. Seht ihr, wie gesagt, die ganzen Parameter, was jetzt die Anlage bringt. Externe Steuerung, weil, wie gesagt, verbunden ist mit dem Servo GX. Ihr habt einen Verlauf, ihr könnt da rückwirkend schauen, wie viel die Anlage gebracht hat, was für Spitzen erreicht wurden, batterieseitig, PV-seitig, eine schöne Spielerei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Mein Batterieblock, der wird immer noch geladen mit 20 Ampere. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Ich werde jetzt hier das 40 Ampere Ladegerät anschließen, dass wir heute irgendwann mal fertig werden. Wenn ihr alles aktualisiert habt, seht ihr, wie gesagt, hier Batteriespannung, wie viel Watt die gerade erzeugen im Live, externe Steuerung. Nicht schlechtes Update. Danke fürs Anschauen.